Finale unseres Programmschwerpunkts zur Wienwahl. In dieser Woche die letzten drei Duelle stehen an. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie wieder live und ganz herzlich aus dem Wien-Heute-Studio. Ein letztes Mal finden sich alle sechs SpitzenkandidatInnen der Wiener Landtagsparteien bei uns ein, um gegeneinander anzutreten. Und schon das erste Duell verspricht besondere Spannung. Ja, da kommt es nämlich zur Begegnung zweier ehemaliger Parteifreunde, die seit Ibiza zu erbitterten Gegnern wurden. Dominik Knepp, FPÖ und Heinz-Christian Strache. Der amtierende Bürgermeister stellt sich heute Christoph Wiederkehr von den Neos. Und zum Abschluss werden die beiden miteinander diskutieren, deren Parteien auf Bundesebene miteinander regieren. Gernot Blümel, ÖVP und Birgit Hebein von den Grünen. Und all das wird wieder eingeleitet von Professor Peter Filzmaier und seiner Analyse. Peter, zum ersten Mal in diesem Wahlkampf prallen Dominik Knepp und Heinz-Christian Strache aufeinander. Beide haben gestern ganz ordentlich auf ihre Gegner hingehaut. Wird es zwischen den beiden Ex-Freunden heute vielleicht noch härter? Ja, einen schönen guten Abend. Das hat natürlich heute etwas von Blau gegen Blau oder Ich gegen Ich. Oder wer ist das Original? Ich. Wer ist die Kopie? Du. Denn Dominik Knepp und Heinz-Christian Strache waren nun einmal jahrelang in derselben Partei. Und nach Ibiza-Jahr und Spesenaffäre und Hinauswurf von Heinz-Christian Strache aus der FPÖ, um deine Frage zu beantworten, Paul Tesarek, ist es natürlich so, dass viele erwarten, eine Art sprachliche Feldschlacht auf offener Medienbühne mit gegenseitigen Angriffen im Bereich der Gürtellinie und darunter, wo man sich gegenseitig vorwirft, was für ein mieser Charakter der jeweils andere wäre. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders und beide sind übereingekommen, sich nicht unschöne Dinge aus der gemeinsamen Vergangenheit im Fernsehen zu erzählen, denn da freuen sich ja die vier abwesenden Parteien am allermeisten. Schauen wir uns die Ausgangslage an zwischen diesen beiden Diskutanten. Bei der letzten Wien-Wahl im Jahr 2015 hat die FPÖ mit fast 31% der Stimmen ein sehr gutes Ergebnis erreicht, liegt allerdings im Durchschnitt der Umfragen der letzten Monate viel schlechter. Das ist unbestritten. Diskutiert wird, ob man halbiert, gedrittelt oder gevierteilt wird. Der Durchschnitt der Umfragen mit 11% würde einer Drittelung vom Wahlergebnis etwa entsprechen. Für Heinz-Christian Strache gibt es naturgemäß keinen Vergleichswert. Er war ja vor 5 Jahren der Spitzenkandidat der FPÖ. Im Umfragedurchschnitt der letzten Monate liegt seine neue Liste bei 5%. Wir haben diesmal erstmals keine Wählerströmgrafik, denn die Wählerströme von FPÖ zu FPÖ lassen sich nicht grafisch darstellen. Stattdessen haben wir uns den Umfrageverlauf für beide Parteien im Jahr 2020 angesehen. Sie sehen unten auf der Grafik ausgewählte Umfragedaten und beide Parteien schwanken in einem Bereich, der für sie wohl enttäuschend ist, nämlich die FPÖ rund um die 10%-Linie und das Team Heinz-Christian Strache rund um die 5%-Linie. 5% ist auch die Mindesthürde, um Landtags- und Gemeinderatsmandate überhaupt zu bekommen. Die letzten Ergebnisse ganz rechts am Ende der Grafik, das wären 9% aus der letzten Umfrage für die FPÖ und 4% für Heinz-Christian Strache. Das wäre natürlich schlecht und grottenschlecht, kann sich aber bis zum Wahltag selbstverständlich noch ändern. Und das hängt auch davon ab, wie gut sich jetzt die beiden Kandidaten präsentieren, nämlich bei Ingrid Thurnherr und bei Paul Tesarek. Zu euch gebe ich zurück. Peter Filzmaier hat es so richtig spannend gemacht und jetzt kann es endlich richtig losgehen. Herzlich willkommen an das erste Gästepaar des heutigen Abends, Dominik Knepp. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und Heinz-Christian Strache, ebenfalls guten Abend. Grüß Gott. Ja, wir sind gespannt, was Sie sich vorgenommen haben. Sie stehen einander ja das erste Mal live und direkt in einem Fernsehstudio gegenüber und haben sich nicht besonders viele Nettigkeiten in letzter Zeit gegeneinander ausgerichtet. Herr Strache, Sie halten Österreichs Justiz ganz schön auf Trab, muss man sagen. Gegen Sie wird wegen verschiedener Verdachtsmomente ermittelt, Betrug, Untreue, Bestechlichkeit. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Sie haben ihrerseits Herrn Knepp auf Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung geklagt. Was werfen Sie denn Herrn Knepp jetzt vor? Ja, zum einen muss man, glaube ich, kurz darauf replizieren, was Sie gerade in den Raum gestellt haben. Ja, es gibt viele Anpassungen, anonyme Anzeigen, auch Verleumdungen.
wo sich einige bereits in Luft aufgelöst haben und wie eine Luftblase zerplatzt sind. Unter anderem wissen wir heute, dass das Ibiza-Video von einer jahrelang tätigen, ich sage schwerkriminellen Struktur über Auftraggeber, die wir noch nicht kennen, tätig geworden ist, um mich mit Konstruktionen zu vernichten. Unter anderem auch ein ehemaliger Sicherheitsmann, der Teil dieser Ibiza-Bande war und auch jahrelang schon zuvor versucht hat, mittels Spesenkonstruktionen gegen mich tätig zu werden. Faktum ist, das Ibiza-Video, wo jetzt das Transkript vorliegt, zeigt eindeutig, dass ich über 120 Mal sehr klar und deutlich dort emotional gesagt habe, ich bin nicht käuflich, ich bin nicht korrupt, ich folge meinen Überzeugungen und den Interessen der österreichischen Bevölkerung. Und das Verfahren ist eingestellt. Darüber hinaus erleben wir, dass diese Wohnaffäre da war, wo eine Kleinpartei, eine links-linke Partei namens Wandel, wo die FPÖ sich auch eingehängt hat, mir auf einmal meine Wiener Wurzeln absprechen wollten und meine Kandidatur verhindern wollten, obwohl ich ein Wiener bin. Und da hat natürlich das Gericht klar und deutlich gesagt, das ist ein Unsinn, der ist ein Wiener, darf kandidieren. Und jetzt sind die Vereinsverfahren eingestellt worden und heute aktuell gerade das nächste Verfahren, wo eine Frau Kappel jetzt erlebt, dass sie wegen Verleumdung und Betrug Beschuldigte ist, weil sie hier offenbar falsche Anschuldigungen gestellt hat. Es gibt noch immer genug Ermittlungen gegen Sie und ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, was Sie eigentlich dem Herrn Nepp vorwerfen, wenn Sie ihn verklagen. Naja, ganz eindeutig. Da ist eine rote Linie überschritten worden, denn leider Gottes hat ein Herr Nepp, der Dominik, wir sind ja per Du, etwas gemacht, was man nicht tut. Er hat Verleumdungen aufgegriffen, er hat Dinge in den Raum gestellt, die einfach ungeheuerlich sind und so nicht stimmen. Und das ist natürlich etwas, wo ganz klar und deutlich eine rote Linie überschritten worden ist. Bei diesen Anpassungen und Verleumdungen, die eindeutig nicht wahr sind, auch belegbar nicht wahr sind, kann man einfach nicht zuschauen. Und das ist ganz klar, dass deswegen Ehrenbeleidigung und auch anderen Dingen natürlich eingeklagt worden ist. Herr Nepp, was antworten Sie? Also ich habe lediglich aus Berichten von der Staatsanwaltschaft zitiert, das ist legitim. Aber man erkennt ja eines, ja, nämlich, dass allein jetzt schon die Rechtfertigung, die ersten 5 Minuten, die jetzt schon vergeudet wurden, anstatt dass wir über echte Politik sprechen können, sieht ja auch, dass aufgrund dieser vielen Verfahren und Beschäftigungen mit der Justiz von dir, lieber Heinz-Christian, du gar nicht dazu kommst, Politik zu machen. Und ich glaube, es ist jetzt auch hier nicht der richtige Ort dafür, dass wir über Straffälligkeiten sprechen, hin oder her. Ich meine, wir haben da 15 Minuten, der Strafakt ist, glaube ich, 1000 Seiten dick, hat noch weitere 50 Ordner. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute hier diskutieren, nicht über irgendwelche Vergehen oder Verbrechen, sondern darüber, wie wir Politik in Zukunft gestalten wollen. Und da gibt es halt in Zukunft nur die FPÖ, die als sehr rot-weiß-roter Schutzschild und als Schicksalsgemeinschaft schon seit über 60 Jahren unterwegs ist, im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher, im Sinne der Wienerinnen und Wiener, wo wir uns eben für den echten Wiener einsetzen, der für uns der Staatsbürger ist, wo wir einen Staatsbürgerbonus wollen bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, wo wir die Mindestsicherung gekoppelt haben wollen an die Staatsbürgerschaft, wo wir die Familienbeihilfe nur noch an Staatsbürger auszahlen, weil wir genau eben jetzt in eine Situation kommen durch Corona, wo es zu einer Ressourcenknappheit kommt, zu einem wirtschaftlichen Abschwung. Und darauf gilt es ja, die Antworten zu finden. Und da müssen wir uns nicht beschäftigen mit irgendwelchen Justizskandalen, sondern wir haben Zeit für die Bürger, für die Politik, für die Menschen, dass wir uns eben einsetzen können und Lösungen präsentieren können. Und das ist das Wichtige, glaube ich, auch heute in der Diskussion und nicht über irgendwelche Verfahren oder irgendwelche Spesen oder irgendetwas zu reden. Naja, vielleicht nur zur Anmerkung. Die Anpassungen und der Verrat gehen ja leider auch von dir aus und von anderen, wo man ganz bewusst mit Anpassungen und Verleumdungen auch operiert hat in den letzten Tagen und Wochen. Und das ist etwas, was viele Menschen abstößt. Ja? Alleine deine Aussagen, die du getätigt hast, ja, wo du, ich sage, Betrug mir unterstellt hast, wo man heute weiß, dass die Mitarbeiter hier in vielen Bereichen nachweislich schon gelogen haben und der ehemalige Sicherheitsmann ein Teil der Ibiza-Bande ist und bereits auch dann in Folge gestanden hat vor Gericht. Und jetzt ist die Frage, spricht er die Wahrheit oder nicht? Ich sage, nein, er spricht in vielen Bereichen nachweislich nicht die Wahrheit, ist auch aufgedeckt worden. Aber er sagt, dass du seit 2015 involviert gewesen bist und informiert gewesen bist, dass er Umwandlungen getätigt hat. Das steht im Akt und das finde ich ungeheuerlich, weil da geht es dann um deine Aufsichtspflicht, ja, als Finanzreferent. Und du hast mich nie darüber informiert. Ich wusste nicht, was diese Mitarbeiter für Rechnungen eingereicht haben. Aber du warst informiert, dass sie offenbar umgewandelte Rechnungen eingereicht haben, sagt dieser Sicherheitsmann. Und hast mich nie informiert, du hast sie mir nie gezeigt. Und da stelle ich die Frage, warum nicht? Was hast du da für eine Rolle gespielt? Und so wie du die letzten Wochen und Monate mich verleumdet und angepatzt hast, habe ich fast den Eindruck,
du bist da involviert. Also das heißt, Sie unterstellen jetzt Herrn Nepp eigentlich der Urheber der ganzen Spesenaffäre zu sein? Nein, auch du, mein Sohn Brutus, würde ich sagen, dass das, was hier zum Vorschein gekommen ist, ist in Wahrheit keine Verlässlichkeit, keine Loyalität. Ich habe 15 Jahre lang die Freiheitliche Partei, in einer Verantwortung geführt als soziale Heimatpartei und dann viele junge Menschen auch aufgebaut, so unter anderem auch den Dominik, weil ich immer jungen Menschen eine Chance gegeben habe. Und dann kommt so ein Attentat mit kriminellen Stasi-Methoden, wo man mir in Folge in den Rücken gefallen ist, wo man Verrat gelebt hat. Und damit hat man aber auch die zigtausenden ehrenamtlichen freiheitlichen Funktionäre in Wahrheit verraten und in Folge dann auch inhaltlich die Werte verraten, weil man dann im Wahlkampf gesehen hat, welche Anbiederung an die ÖVP stattgefunden hat, dass man auf einmal eine zweite ÖVP, eine CSU werden wollte und viele Entwicklungen mehr, die die Wähler begonnen haben abzuschaffen. Lassen Sie doch den Herrn Nepp bitte antworten, schwere Anwürfe gegen Sie in dieser ganzen Spesenkausa. Als Finanzreferent sollen Sie alles gewusst und alles gedeckt haben. Natürlich nicht, das ist vollkommener Blödsinn, vollkommen unglaubwürdig. Wenn wird der Heinz-Christian Strache dann auch behaupten, er war in Ibiza gar nicht dabei, sondern ich bin nur dort gesessen oder andere. Ich kenne diese Aussagen, ich kenne auch noch die nachfolgenden Aussagen, wo ich ihm komplett entlastet werde, wo ihm gerade auch gesagt wird, dass ich ganz genau hingeschaut habe. Allerdings möchte ich nur eines sagen, bei dir ist immer das Programm ich. Ja? Ich empfehle dir mal ein bisschen Bescheidenheit. Ja. Gerade jetzt in so einer schwierigen Zeit, die Menschen da draußen müssen auch bescheiden sein, wäre es auch wichtig, dass auch du ein bisschen Bescheidenheit lebst und nicht dauernd ich und ich habe aufgebaut und ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Das ist ja schon fast wie der Karl-Heinz Grasser, der gesagt hat, ich bin zu schön, zu intelligent und zu reich. Und den Eindruck vermittelst du gerade mit deinen Worten. Bei dir ist es immer nur dieses ich und ich empfehle dir auch einmal, Verantwortung zu tragen, ja, für dein Tun und für dein Handeln. Denn das, was du gemacht hast, ist, dass du ja viele Menschen enttäuscht hast, ja, nicht nur Parteifreunde und Gefolgschaften, sondern auch Menschen da draußen, die dich gewählt haben und den Vertrauen in dich gesetzt haben. Und die hast du eindeutig enttäuscht. Und wenn du jetzt wieder daherkommst mit diesem Opfer, ja, du bist ständig das Opfer, dann muss man sagen, nicht du bist das Opfer, sondern die Erwartungen und die Enttäuschungen, die du angetan hast, den Wählerinnen und Wählern und vor allem auch den Mitarbeitern, die jetzt darunter leiden, die sind enttäuscht. Und da kann ich dir nur sagen, wie du mit den Mitarbeitern auch umgegangen bist, wo es Leserbriefe gibt, jetzt schon von großen Enttäuschungen, wo gesagt haben, nachdem du gegangen bist, es gab, das ist ein Leserbrief aus der Presse, es gab keine Verabschiedung, es gab keine Entschuldigung. Und jetzt ist dieser Mitarbeiter von dir arbeitslos. Du hast dich nicht darum gekümmert, dass du wieder in den Job kommst, sondern du hast deine eigene Haut gerettet. Und dann sagt er am Schluss, in Krisenzeiten zeigt sich bekanntlich der wahre Charakter eines Menschen. In diesen turbulenten Tagen ist uns dies eindrucksvoll vor Augen geführt worden. Und jetzt frage ich dich schon am Schluss, wer ist jetzt eigentlich immer das Opfer? Bist jetzt du das Opfer oder sind das die Mitarbeiter, die jetzt arbeitslos sind oder die Wähler, die du enttäuscht hast? Und bitte sag nicht schon wieder nur ein Programm, ich. Na, also genau das Gegenteil ist der Fall, denn selbstverständlich bin ich bis 23 Uhr bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damals gesessen und habe mich verabschiedet, das ist dokumentiert. So gesehen kommst du wieder mit Unwahrheiten, aber das ist halt die Methode. Dein Programm ist nur mehr gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache. Nein, für und da Österreich. Oder dort ein bisschen sozusagen meine Inhalte, die ich als Obmann 15 Jahre als soziale Heimatpartei aufgebaut habe, nachzusprechen. Das ist ja löblich, bin auch froh, du bist ja auch ein guter Schüler gewesen neben anderen, aber so wie ihr euch verhaltet, nicht nur mir gegenüber, sondern auch meiner Familie gegenüber. Und wie ihr auch letztlich mit euren eigenen Leuten umgeht, kann ich dokumentieren. Ihr habt hier wirklich, ich sage, eine Eiseskälte walten lassen in der Partei. Es ist harter Streit. Ja? Es ist Bespitzelung in der Partei gang und gäbe. Es werden Mitarbeiter, die bei mir auf meiner Facebook-Seite ein Like setzen oder mit mir Kontakt haben, bedroht, nämlich dahingehend, dass sie ihren Job sofort verlieren oder sofort ausgeschlossen werden aus der freiheitlichen Familie. Das ist nicht mehr freiheitlich. Ihr habt da einen Weg beschritten, wo viele Menschen empört sind, die mir 2015 als Spitzenkandidat mit 31% des Vertrauens geschenkt haben. Das sind 18.000 Vorzugsstimmen gewesen, wo du damals 170 gehabt hast und heute als Vizebürgermeister in einer Position sitzt, wo ich sagen muss, du damals jetzt nicht den großen Beitrag geleistet hast. Und der Punkt ist der, das sind die zigtausenden ehrenamtlichen Funktionäre, die heute enttäuscht sind über euren Umgang, weil ihr nicht hinter mir gestanden seid nach dem politischen Attentat und in Wahrheit gezeigt habt, dass es einzelnen wenigen wie dir, und das sind wenige, in Wahrheit eiskalt darum geht, Macht zu übernehmen, aus egoistischen Gründen, aber nicht die freiheitliche Familie und deren Werte gerettet. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal kurz fragen, mich einblenden in diese öffentliche Paartherapie hier. Was auffällt, ist, Sie beide haben einander offensichtlich noch nicht das Du-Wort entzogen, wie seinerzeit, glaube ich, Sie dem Herrn Strach, dem Herrn Haider, vor 12 Jahren, glaube ich, war das.
Schließen Sie es denn aus, dass es nach der Wahl wieder zu einer Zusammenarbeit kommen könnte? Denn inhaltlich könnten sich zwei Parteien ja gar nicht näher sein als Sie beide. Also erstens einmal glaube ich ja, dass jetzt das gerade der lebende Beweis war, was das eigentlich nur für eine Ich-Ich-Ich und Opfer-Opfer-Opfer und Ich-Ich-Ich-Ego-Show ist. Ich sage eins, wenn du so eine Strahlkraft gehabt hättest, dann wären ja viel mehr Menschen mit dir mitgegangen, viel mehr Parteifunktionäre, viel mehr Mitglieder. Du hast am Anfang gesprochen, der Hälfte des Gemeinderatsclubs oder alle gehen mit, im Endeffekt waren es 4. Du hast gesagt, alle Bezirksräte gehen mit, von 370 waren es jetzt, glaube ich, 10, 11, 12. Also nicht nur da und ich, ein bisschen Bescheidenheit und Demut und vor allem Verantwortung für das eigene Tun und Handeln wäre nicht schlecht. Bezüglich einer Wiedervereinigung haben Sie jetzt gefragt. Mhm. Ja. Schauen Sie, es wird eine Wiedervereinigung geben am 11. Oktober und zwar ein starkes Signal, weil sich die Freiheitlichen Wähler hinter der FPÖ verschanzen werden und als Schutzschild wir da sein werden. Für wo die liegt Wählerinnen deine Schmerzgrenze eigentlich? Was ist, wenn es nur einstellig wird zum Beispiel? Also Schmerzgrenze wäre nur beim Zahnarzt und freuen Sie sich nicht zu früh, wir werden schon einmal ganz groß durchstarten und uns jetzt Prozentpunkt für Prozentpunkt zurückholen. Der Filzmeier hat es ja vorher richtig gesagt, wir sind bei 6% gestartet nach dieser Spesenkausa, nach Ibiza. Und durch harte, ehrliche, konsequente, patriotische Arbeit haben wir es geschafft, das Vertrauen der Wähler, das ja von dir zu Recht enttäuscht wurde, ja, dass man dieses Vertrauen wieder zurückgewonnen hat. Und wir starten jetzt durch und wollen eben Politik machen für die Wienerinnen und Wiener. Wir reden ja noch weiter, ich freue mich auf alle Fälle auf den 11. Oktober. Warum? Weil die freiheitlichen Ideale und die freiheitlichen Werte jetzt mit dem Team HC Strache gesichert sind. Warum? Warum? Fragen, Sie haben ja die Frage gestellt, wo er geantwortet hat. Und darauf wollte ich gerade drauf eingehen. Und genau das ist es. Denn viele, ja, die im Herzen ja, jahrelang hier mitgegangen sind, sind ja empört, wenn sie dann hören, dass jene, die über 15 Jahre Aufbauarbeit da mitgelaufen sind, ehrenamtlich, als Wählerinnen und Wähler das Vertrauen geschenkt haben, dann als Narrensaum beschimpft werden, weil sie dem HC Strache das Vertrauen geschenkt haben. Und die sind auch empört über die ganze Anbiederung, die bei der Nationalratswahl gelebt wurde, in Richtung ÖVP und dann danach man keine Regierungsverhandlungen geführt hat und die Grünen in die Regierung geführt hat. Können Sie in den, man kann gar nicht sagen, Mutterschoß der Partei, das ist ja fast schon das Sohneschoß irgendwie zurückkehren, glauben Sie das? Ich glaube, dass der Herr Dominik Knepp ganz genau weiß, dass er am Wahlsonntag Geschichte sein wird. Und er weiß ganz genau, dass es viele in der freiheitlichen Familie gibt, die bis heute mit mir Kontakt haben und die sich innigst gewünscht hätten, dass ich als Spitzenkandidat in Wien antrete. Das hat der Dominik Knepp damals verhindert mit einem Ausschluss mir gegenüber. Und viele sehnen sich natürlich herbei, dass mit einem HC Strache es in Zukunft auch wieder eine gemeinsame Zukunft geben kann. Wessen Zeit am Sonntag abgelaufen sein wird, das sehen wir dann. Am 11. Oktober schauen wir jetzt einmal, wie Ihre Zeitbilanz miteinander ausschaut. Es wird im Hintergrund mitgestoppt, mitgemessen und mitgerechnet. Und es sollte in Kürze die Grafik kommen. Herr Strache, zumindest bei der Zeitmessung sind Sie deutlich vorn, nämlich bei 57%. Paul. Beim ersten Teil der Diskussion ist mir aufgefallen, dass Sie eigentlich sehr offensiv waren und Sie eigentlich fast ein bisschen freundlicher als gestern zu Gernot Blümel. Dafür kommen wir jetzt zu einem Thema, das Sie vorher aufgeworfen haben. Sie wollten über Politik sprechen, das wollen wir auch. Und zwar interessiert uns, wenn man sich Ihre Parteiprogramme anschaut, die ja praktisch gleich sind, wo ist eigentlich der Unterschied? Wonach soll der Wähler entscheiden, wähle ich jetzt FPÖ oder Team HC Strache? Also der Unterschied ist, dass das eine Ich-Ich-Ich-Bewegung ist und wir eine starke patriotische Bewegung mit österreichweit über 70.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern und rot-weiß-roten Patrioten. Ich komme gleich dazu, Herr Deserich. Und da wollen Sie natürlich, das verstehe ich, ist eine journalistische Frage, wissen natürlich, wenn alles gleich ist, wer ist das Original? Ja? Und ich sage immer, es gibt viele Originale. Sie sind ein Original, die Frau Thurnherr, der Herr Strache ist Original, ich auch ein Original. Aber es gibt halt nur ein politisches Original und das im Sinn auch der Nachhaltigkeit die Politik für die Wienerinnen und Wiener macht. Und das ist die FPÖ. Und wenn aber du mir eigentlich das, wollte ich ja ganz nicht kurz wissen, noch, ganz kurz wer das Original ganz kurz, ich bin jetzt sondern am Wort, in welchen, Herr Deserich, ganz in kurz welchen noch, Sachfragen und wenn sich unterscheiden. Und wenn der Herr Strache oder du, Heinz-Christian, schon mir nicht glaubst oder den Wählern, dass wir das Original sind, dann vielleicht glaubst du dir dann dir selber, weil du hast selber gesagt damals im August 2006, die FPÖ ist immer das Original. Und ich glaube, tief in deinem Herzen weißt du das auch, nämlich dass es um eine Gemeinschaft geht, um eine Schicksalsgemeinschaft, die die FPÖ betrifft, die es länger gibt, als es dich gegeben hat in der Partei. Vor dir gab es einen Jörg Haider und noch viele andere Persönlichkeiten. Die Partei ist gegründet worden Mitte der 50er Jahre, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Darum behaupte ich immer,
es ist personenunabhängig, sondern es geht um den Gedanken dahinter. Und wenn Sie jetzt fragen, wo sind die inhaltlichen Unterschiede, habe ich auch, gebe ich Ihnen recht, ein bisschen suchen müssen. Aber wir sind dennoch auf einige Sachen draufgekommen. Das erste ist zum Beispiel interessanterweise in der Wahlkabine, wo angekreuzt wurde von dem Team Strache THC, dass sie die jetzige Mindestsicherung beibehalten wollen und nicht zur Sozialhilfe neu und zu einem besseren Modell wechseln wollen. Das heißt, anscheinend wollen sie, so steht es in der Wahlkabine, die Mindestsicherung beibehalten. Und da haben wir eben ein anderes Modell, wo wir sagen, dass die Mindestsicherung nur an den Staatsbürger ausgezahlt wird, wo eine Mindestsicherung an Integrationsvereinbarungen eingehalten nur wird. Dass Menschen, die sich nicht. Entschuldigen Sie, dass ich nur zur Erklärung für die Zuschauer. Die Wahlkabine ist eine Online-Plattform, wo man die Standpunkte der Parteien untereinander vergleichen kann. Richtig. Und das ist eben der Unterschied, dass wir eben die Mindestsicherung reformieren wollen, besser machen wollen, an Integrationsvorgaben koppeln wollen, an die Staatsbürgerschaft koppeln wollen, weil bei uns hat der Österreicher, der Staatsbürger, der echte Wiener hat immer recht. Und eine zweite Unterscheidung, die ich gefunden habe, war eine merkwürdige Aussendung auch von Ihrem Team HC Strache, nämlich, dass Sie auf einmal sich für Sonntagsöffnungen aussprechen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen uns beiden und vor allem zwischen der FPÖ und dir, lieber Heinz-Christian, denn wir waren immer gegen Sonntagsöffnungen. Warum im Handel? Ja, weil es eine Zeit ist, die man mit der Familie verbringen soll, wo sich nicht Großkonzerne es richten sollen, dass Arbeitnehmer ausgebeutet werden, dass sie nicht unter Druck geraten, am Wochenende arbeiten zu müssen und vielleicht nicht Zeit mit den Kindern, mit der Familie oder mit den Großeltern verbringen wollen. Und da verstehe ich diesen Schwenk von dir auch nicht, denn du warst eigentlich auch immer ein Verteidiger des kleinen Mannes. Anscheinend bist du jetzt gewechselt zu dem Verteidiger der Konzerne oder der Multis, aber dass die Sonntagsöffnungszeit jetzt auf du einmal... Du weißt ganz genau, dass du damit einen Unsinn verzapfst. Ich kann ja hoffentlich gleich aufgehend darauf eingehen. Sonntagsöffnungszeiten im Handel. Darf ich nur kurz zur Erklärung auch für die Zuschauer außerhalb von Wien sagen. Sonntagsöffnung, da geht es darum, dass in Wien Tourismuszonen etwa in der Innenstadt definiert werden sollen, wo die Geschäfte am Sonntag offen haben dürfen. Interessante Frage. Sie sind dafür? Also vielleicht grundsätzlich auch dazu. Nein, ich bin generell gegen eine Sonntagsöffnung, aber wir haben in der Zeit der Corona-Krise sehr wohl zeitlich damals gefordert, vom Lockdown weg, wenn der wieder aufgemacht wird, dass man bis Ende dieses Jahres im innerstädtischen Bereich und in manchen Zonen nicht für die großen Firmen, sondern für die kleinen eine Kompensation überlegen sollte, damit sie überleben können und nicht mit den Umsatzeinbrüchen ihr Geschäft verlieren. Das war eine Kompensationsüberlegung, aber grundsätzlich lehnen wir den Sonntag als Arbeitstag ab, weil Zeit für die Familie. Aber jetzt komme ich zum Wesentlichen. Wo sind die Unterschiede? Ich habe sie mir auch angeschaut. Die Soziale Heimatpartei, für die ich 15 Jahre inhaltlich und programmatisch auch meinen Stempel gegeben habe, wird heute nicht mehr gelebt. Man hat das gleich aus dem Namen auch gestrichen, der FPÖ. Ja, man hat sofort eine Diskussion geführt, dass man eine zweite CSU werden will und sozusagen eine Art Anbieterung an die ÖVP. Und inhaltlich hat es das dann auch gespielt. Im Parlament haben alle Parteien der Abschaffung des Epidemiegesetzes aus dem Jahr 1950 zugestimmt. Ja, und das war ein Anschlag auf die Unternehmer. Das hätte es mit mir in einem Club als Clubchef nicht gegeben, denn da hat man Referenten, die auch dann das Gesetz durchlesen können und rechtzeitig sagen können, heute, Freunde, da gehen wir nicht mit, das ist ein Anschlag. Darüber hinaus, weitere Punkte. Epidemiegesetz bedeutet volle Entschädigung für Unternehmen. Genau. Und darüber hinaus, ja, schauen wir uns die Listen an. Ne? Die Listen, die sind ja auch ganz unterschiedlich. Ich glaube, 2 Frauen unter den ersten 20 beim Herrn Nepp. Bei mir sind es 7 Frauen unter den ersten 20, unter den ersten 10, sogar 4. Das ist aber neu. Es zeigt ja auch auf, und es sind auch Kandidaten, wie zum Beispiel ein Polizist mit serbischen Wurzeln auf einem wählbaren Platz. Ja? Ein klares Signal auch an leidenschaftliche Österreicher, die einen Migrationshintergrund haben. Das zeigt schon einen Unterschied auf. Das ist auf der Liste natürlich beim Nepp nicht gegeben. Und programmatisch muss man sagen, ja, es ist gut, dass der Herr Nepp in vielen Punkten, die ich 15 Jahre auch vorangetragen habe, zum Glück was gelernt hat und sie auch vertritt heute. Das ist gut, denn das ist ja ehrenvoll. Aber die entscheidende Frage wird sein, wer wird gegen die rot-grüne Allmacht in Wien, ja, auch der ernstzunehmende Oppositionschef sein. Wer wird sich trauen, denen auch entsprechend entgegenzutreten und wer ist da die letzten Jahre aufgefallen und wer nicht? Ich habe die letzten Jahre von dir, lieber Dominik, wenig mitbekommen als Vizebürgermeister. Ja, das ist bei vielen Wienerinnen und Wienern auch so angekommen, dass du eher unscheinbar warst und dass es da schon einen stärkeren Partner braucht, der die Interessen der Wienerinnen und Wiener vertritt. Wir haben heute für die Duelle ein bisschen mehr Zeit als die letzten Abende, aber irgendwann ist auch hier Schluss. Und wir haben uns aber
Wir haben uns vorgenommen, wir haben uns noch eine Sache zum Schluss vorgenommen. Wir möchten jeden, der heute Abend zu uns ins Studio kommt, am Schluss fragen nach einem ganz konkreten Projekt. Eine Sache, Herr Strache, die, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, Sie sofort umsetzen würden. Ein ganz konkretes Ding. Es gibt viele, aber ein ganz konkretes. Wir sind der größte Wohnungseigentümer Europas mit 220.000 sozialen Gemeindewohnungen. Und ich habe seit 15 Jahren immer wieder gesagt, es darf nicht sein, dass dieses Gesetz, das unter SPÖ, ÖVP und Grünen aufgehoben worden ist, dass das verschwindet. Das muss wieder her. Es braucht eine Koppelung an die österreichische Staatsbürgerschaft und an Deutschkenntnisse und nachvollziehbare positive Integrationsschritte, damit man eine Vergabe einer sozialen Wiener Gemeindewohnung bekommt. Das, was dort angerichtet worden ist, ist wirklich katastrophal. Und das ärgert die Wienerinnen und Wiener, weil wir soziale Brennpunkte im sozialen Wohnbau vorfinden und viel zu wenig gebaut wird an leistbaren Wohnungen. Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht viel dagegen haben. Was ist Ihr Lieblingsprojekt? Ich muss noch ganz kurz replizieren, weil es ja schon viele wirklich tiefe Anschüttungen auch waren, wo ich sage, Bescheidenheit wäre ein Ding, das dir gut stehen würde und würde ich dir auch empfehlen, um nicht ständig auf ehemalige Weggefährten so hinzuprügeln und hinzudreschen und schlecht zu reden. Weil wenn ich sehe, wenn du dich jetzt aufregst über die Liste, die wir eingereicht haben mit den Kandidaten, muss ich dir sagen, das ist die gleiche Liste, die es bei dir auch gab. Und auf einmal sind schlechte Menschen. Auf einmal sind schlechte Menschen. Nein, das also, das glaubt mir niemand. Und bei euch wenn ich noch was sagen kann, und das siehst du auch, in welcher Parallelwelt du manchmal lebst, das Epidemiegesetz, das man da dagegen gestimmt hat, ich glaube, deine Frau ist auch im Nationalrat und auch deine Frau hat dagegen gestimmt, für eine Abschaffung des Epidemiegesetzes. Also ich weiß jetzt nicht, was du da im Nachhinein jetzt probierst, herumzudoktern oder herumzudrehen, aber im Endeffekt jetzt bin aber ich am Wort, Heinz Christian, ich bin am Wort. Und da gilt es natürlich, das Epidemiegesetz wieder in Kraft zu setzen, damit die Unternehmer die volle Entschädigung auch bekommen. Bezüglich der Sonntagsöffnung muss ich da sagen, vielleicht hast du da keine Ahnung von Wien, lebst mehr in Klosterneuburg, denn im ersten Bezirk, sage ich dir eines, der Handel lebt nicht mehr am Sonntag, weil die Touristen nicht mehr da sind. Aber wenn man vielleicht einmal mit offenen Augen durch Wien gehen würde, würdest du auch erkennen, dass leider die Innenstadt ausgestorben ist und viele Unternehmer darunter leiden. Nein, überhaupt nicht. Bitte, bitte wieder so ich bezogen. Gegen Strache. Ich, dein Programm. Herr Strache, bitte. Keine Sorge. Schauen Sie, ich bin viel durch Wien herumgekommen. Ja, jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und durch alle Bezirke durch sagen mir die Wienerinnen und Wiener, dass sie dieses Wiener Lebensgespür verloren haben. Dass man Wien nicht mehr wiedererkennt durch die Massenzuwanderung im Jahr 2015. Aber was ist Ihr Projekt? Durch diesen Strom. Und jetzt geht es darum, dass man ein kräftiges Gegengewicht bildet zu diesem rot-grün-schwarzen Irrsinn im Bereich der Zuwanderung, im Bereich der illegalen Migration. Eine ganz konkrete Maßnahme. Und den Staatsbürger, Staatsbürger wieder an erste Stelle stellt. Das ist mein Programm. Staatsbürger an erster Stelle bei der Vergabe von Gemeindewohnungen, bei der Mindestsicherung, bei weiteren Sozialleistungen und dass es wieder eine Politik gibt, wo der echte Wiener, nämlich der Staatsbürger, an erster Stelle steht und nicht so wie bei Rot, Grün und Schwarz zu einem Bürger zweiter Klasse degradiert wird. Schön, dass Sie sich am Ende ganz einig sind. Kein allzu großer Unterschied. Trotzdem wünsche ich ihm alles Gute persönlich. Wir danken Ihnen beiden für das interessante Gespräch und weiter geht's mit einem sehr ungleichen Duell. Bürgermeister Ludwig von der stärksten Partei der SPÖ gegen Christoph Wiederkehr von den NEOS, die bei der letzten Wahl 2015 ja als kleinste Partei in den Gemeinderat gekommen sind. Wiederkehr will jetzt unbedingt in eine Koalition mit den Roten. Kann oder muss er vielleicht sogar trotzdem den Bürgermeister angreifen, Peter Filzmaier? Ich glaube, die Formulierung ungleiches Duell war sehr richtig, denn es ist natürlich groß gegen klein und man soll nicht Bürgermeistern etwas unterstellen, aber ich habe den leisen Verdacht, bei diesem Duell hat Bürgermeister Ludwig vielleicht am längsten überlegt, ob er sich nicht vertreten lassen will, denn bei groß gegen klein erinnert das immer an David gegen Goliath. Allzu leicht und schnell gehen die Sympathien zum Kleinen. Bei einem für den Großen günstigen Diskussionsverlauf heißt es dann, ja, das war ja wohl von Anfang an klar. Groß gegen klein, schauen wir uns die Ausgangslage an, wie immer anhand des letzten Wahlergebnisses und des Umfragedurchschnitts. Die SPÖ hat bei der letzten Wahl knapp 40% der Stimmen erreicht und liegt auch im Umfragedurchschnitt seit Mitte Juli bei 40%. Allerdings jüngere Umfragen weisen sogar noch höhere Daten aus. Da ist also sogar noch Luft nach oben, wenn man diesen Umfragen glauben kann.
Sehr stabil liegen die NEOS, 6,2% im letzten Wahlergebnis, 7% im Umfragedurchschnitt, 6% die allerletzte Umfrage. Allerdings, ich habe diese Stabilität immer betont bei den Diskussionen dieser Woche, so dicht ist die Luft nach unten zur 5%-Grenze, ob man es schafft in den Gemeinderat und Landtag nun dann auch wieder nicht. Kann jetzt die große SPÖ wirklich an die kleinen NEOS-Stimmen verlieren? Sehen wir uns die Wählerstromanalyse von 2015 an. Nein, nicht wirklich. Es sind 4.000 Stimmen von der SPÖ zu den NEOS gewandert, bei 1,15 Millionen Wahlberechtigten. Umgekehrt gab es naturgemäß keinen Wählerstrom, denn die NEOS sind ja zum ersten Mal angetreten. Eine Gemeinsamkeit haben der Vertreter der großen SPÖ, Michael Ludwig, und der Vertreter der kleinen NEOS, Christoph Wiederkehr, aber auf jeden Fall. Sie sind heute und jetzt als Personen gefordert, wie sehr sie als Spitzenkandidaten wirken. Da schaut die Ausgangslage so aus. Wir haben die Frage bei der Wahl vor 5 Jahren gestellt, welche Partei hat den besten Spitzenkandidaten? Und da ist die Latte von Michael Häupl damals für Michael Ludwig hochgelegt worden. Denn mehr als 9 von 10, 91% der SPÖ-Wähler haben gesagt, damals Häupl. Das ist nicht so selbstverständlich, denn bei den weniger personenorientierten NEOS haben nur 2/3 gesagt, die damalige Wien-Frontfrau, jetzige Bundesparteichefin Beate Meindl-Reisinger wäre die beste Spitzenkandidatin. Beide sind neu. Der Neuling Christoph Wiederkehr muss aber auch diesen Wert erst einmal erreichen von Meindl-Reisinger. Und das hängt auch davon ab, wie sich beide Kandidaten jetzt zeigen, und zwar bei Ingrid Turnher und Paul Desareck. Und wir dürfen zum letzten Mal hier im Studio bei uns begrüßen Bürgermeister Michael Ludwig. Guten Abend. Schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen und danke fürs Kommen auch an Christoph Wiederkehr. Sehr gerne. Schönen guten Abend. Und wir beginnen mit einem Thema, das die Menschen in der Großstadt schon seit langem, aber auch jetzt ganz, ganz besonders beschäftigt. Wohnbau, die hohen, sehr stark gestiegenen Mieten im privaten Sektor. Herr Wiederkehr, ich frage Sie als Vertreter einer liberalen, eher der Wirtschaft zugeneigten Partei, wie kann man es schaffen, dass die Mieten in dieser Stadt wieder einigermaßen leistbar werden? Es ist unglaublich wichtig, dass auch Mieten und Wohnen leistbar ist, und es muss auch genug Angebot geben. Und wir sehen in den letzten Jahren eine sehr problematische Entwicklung, dass nämlich vor allem die Mieten am frei finanzierten Wohnungsmarkt immer stärker steigen. Und davon sind vor allem diejenigen betroffen, die zum Beispiel nach Wien zuziehen, oder auch junge Menschen davon betroffen. Ich möchte, dass in Wien auch mehr gebaut wird, weil wenn es mehr Angebot gibt, dann sinken natürlich auch die Preise. Und wir müssen auch schauen. Von der Stadt oder vom Privaten? Sowohl als auch. Einerseits vom Privaten, weil wenn mehr gebaut wird, dann sinken auch die Preise. Und wir müssen auch schauen, dass die Baukosten nach unten kommen, weil das Bauen ist in Wien sehr, sehr teuer. Und ja, auch von der Stadt kann mehr gebaut werden. Da kündigt die SPÖ ja seit Jahren an, Gemeindebau, Gemeindebau, Gemeindebau. Schon vor Jahren über 5.000 neue Gemeindewohnungen auch angekündigt. Mittlerweile sind 250, glaube ich, fertig. Sie sagen immer, sie sind auf Schiene. Ich finde, auf Schiene zu sein, das reicht nicht, vor allem dann, wenn die Schiene das Abstellgleis ist. Eine Sache für einen Gemeindebau, der mir besonders wichtig ist, ist die soziale Treffsicherheit. Weil wir im Gemeindebau auch Personen haben, die wirklich viel verdienen, zum Beispiel Politikerinnen und Politiker, die das Gleiche zahlen wie jeder andere. Und der Gemeindebau ist subventioniert. Das heißt, die Verkäuferin im Schuhgeschäft finanziert mit ihren Steuern auch den Gemeindebau, zum Beispiel von Parteikollegen von Ihnen. Das finde ich nicht fair. Ich finde, die Personen, die auch genug verdienen im Gemeindebau, sollen auch einen marktüblichen Preis zahlen. Nennt sich Einkommensmonitoring, wäre fair. Es würde Geld reinkommen und mit diesem Geld könnte auch neu gebaut werden. Herr Bürgermeister, 2 Themen. Erstens mehr Gemeindebauten und zweitens die Mieten unterschiedlich gestalten. Ja, wir haben in Wien einen zweigeteilten Wohnungsmarkt. Zum einen einen sehr hohen Anteil an Wohnungen. Das sind 220.000 Gemeindewohnungen, 200.000 von der Stadt Wien geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen. Es leben rund 62% der Wiener Bevölkerung in diesen Wohnungen. Und das ist ein sehr stabiler Wohnungsmarkt. In den letzten 10 Jahren sind die Mieten ziemlich entlang der Inflationsrate gestiegen, aber nicht höher. Dort, wo es in der Tat starke Steigerungen gibt, ist am privaten Wohnungsmarkt. Das ist auch der Grund, dass wir auf Bundesebene mehrfach angekündigt haben und Druck gemacht haben beim Bundesgesetzgeber, dass es ein
anderes, ein faires, gerechtes Mietrecht gibt, Wohnungsgesetze, die sehr stark im Interesse der Mieterinnen und Mieter agieren und vor allem die vielen befristeten Mieten zurückdrängen. Aber das, was wir als Stadt tun können, ist, den Wohnungsneubau voranzutreiben. Das haben wir in Wien gemacht, wie in keiner anderen Millionenstadt. Sie werden keine Stadt finden, wo es mehr geförderte Wohnungen gibt, auch im Neubau, im Vergleich zu Wien. Da sind wir internationale Spitze, auch deshalb, weil wir Instrumente haben, wie zum Beispiel den Wohnfonds, der zeitgerecht für die Grundstücksbevorratung sorgt, damit geförderter Wohnbau mit gemeinnützigen Bauträgern errichtet werden kann. Und wir haben jetzt, wie ich meine, einen Meilenstein gesetzt, indem wir bei Umwidmungen von Grundstücken vorgesehen haben in der Bauordnung, dass 2/3 der neu errichteten Wohnungen gefördert sein müssen und damit leistbar. Das ist, wie ich meine, ein politischer Meilenstein, den wir gesetzt haben. Und es gibt viele Großstädte europaweit, sogar weltweit, die sich bei uns in Wien erkundigen, wie das funktioniert. Aber dort, um vielleicht noch eine Anmerkung zu machen zur Frage, wer zahlt den geförderten Wohnbau? Es wird auch von den Wienerinnen und Wienern bezahlt für die geförderten Sanierungen von privaten Häusern. Und wenn man alles zusammenrechnet, sind in Wirklichkeit mehr als 80% der Wohnungen, egal ob im geförderten Bereich oder im frei finanzierten Bereich, finanziell unterstützt von der Stadt Wien aus den Wohnbauförderungsmitteln. Das gilt auch für viele Gründerzeithäuser, die so typisch sind für das Erscheinungsbild unserer Stadt und das wir seit 4 Jahrzehnten im Rahmen der sanften Stadterneuerung auch sehr intensiv finanziell unterstützen. Von daher kann man sagen, es sind jene gefördert, die im Gemeindebau wohnen, es sind aber auch jene gefördert, die in sanierten Gründerzeithäusern wohnen. Herr Wiederkehr, ich möchte einen Punkt da herausgreifen. Der Bürgermeister hat gesagt, die unbefristeten Mieten einschränken. Die sind ja wirklich ein Problem, weil es dann möglich ist, Die befristeten Mieten einschränken, weil dadurch natürlich die Vermieter es sehr leicht haben, die Mieten immer wieder hinaufzusetzen. Einverstanden damit? Wir haben aktuell die Gesetzeslage, dass Mieten auf 3 Jahre befristet werden können. Ich finde diese Gesetzeslage in dieser Frage in Ordnung, aber wir sind einer Meinung, das Mietrechtsgesetz muss novelliert werden. Seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen. Es ist sehr undurchsichtig und vor allem für Mieter auch extrem schwierig zu durchschauen, wer muss jetzt zum Beispiel die Gastherme zahlen, wenn sie kaputt wird. Da braucht es viel klarere Bestimmungen im Gesetz. Im Bundesgesetz, und, ja. Ja, im Bundesgesetz, aber da war auch die SPÖ seit Jahrzehnten daran beteiligt, dass sich eigentlich nichts Druck getan hat. Da hat sich viel zu wenig getan. Das ist wichtig, nämlich hier Klarheit zu schaffen, ein neues Gesetz. Was mir auch wichtig ist, ist eben, dass genug gebaut wird und vor allem auch die Frage, wie auch mit Genossenschaften umgegangen wird und auch mit Flächen der Stadt. Weil überall, wo wir in dieser Stadt auch hingeschaut haben, wo auch Flächen der Stadt verkauft wurden, haben wir ein System gesehen, nämlich dass parteinahe Genossenschaften und Bauträger eher diese Grundstücke bekommen haben und oft zu einem viel zu niedrigen Preis bekommen haben. Ein Stichwort, Semmelweis. Das haben viele mitbekommen, die in Wien sind, da sind noch Verfahren am Laufen, wo die Stadt viel zu günstig verkauft hat und dann parteinahe Genossenschaften bauen und zu teuren Preisen verkaufen. Das ist nicht meine Art von Wohnungspolitik und das ist ein Filz, den es im Bereich des Wohnbaus auch in dieser Stadt gibt. Na, dem muss ich heftig widersprechen. Es gibt Bauträgerwettbewerbe, die international kopiert werden Semmel in anderen weiß Städten. Aber nicht. In den allermeisten Fällen sind diese Wettbewerbe an Bauträger ausgerichtet, wo sich gemeinnützige, zum Teil aber auch gewerbliche Bauträger beteiligen können. Da gibt es eine starke Breite an Bauträgern. Also es kommen da ganz viele, ganz unterschiedliche Bauträger zum Zug. Das ist auch mit ein Grund, dass der geförderte Wohnbau, der nach verschiedenen Kriterien bewertet wird, nach Architekturqualität, nach ökologischen Maßstäben, nach Wirtschaftlichkeit und nach sozialen Kriterien, dass hier der geförderte Wohnbau auch im internationalen Vergleich im Spitzenfeld liegt. Lassen Sie uns zu einem Thema kommen, das unmittelbar auch mit den Folgen der Corona-Krise zusammenhängt, nämlich über Strategien der Stadt im Umgang mit in Not geratenen Betrieben. Da haben Sie, Herr Wiederkehr, gestern die Strategie der Stadt sehr stark kritisiert, sich eben an diesen Unternehmen zu beteiligen. Und Sie haben davon gesprochen, dass Sie diesen Prozess für intransparent halten. Jetzt könnte man sagen, als nicht amtsführender Stadtrat hätten Sie wahrscheinlich Einblick. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht, stimmt aber nicht. Was würden Sie denn gerne wissen oder was ist Ihnen dazu intransparent? Da hat niemand Einblicke, weil dieser GmbH, die gegründet wurde, die Stolz auf Wien GmbH, vor einem halben Jahr angekündigt, dass es groß Budget aufgelegt wird, um in Not geratene Unternehmen auch zu unterstützen. Vor einem halben Jahr
Mit Stand heute wurden genau 2 Unternehmen ausgesucht. Und niemand weiß warum. Niemand weiß, wie viele sich eigentlich beworben haben, nach welchen Kriterien auch ausgewählt worden sind. Und vor allem 2 in diesem halben Jahr, das zeigt ein Schneckentempo. Das ist so wie eine Schildkröte, sehr, sehr langsam nach dem Mittagsmahl. Das ist so, wie in manchen Bereichen der Stadt leider gearbeitet wird, auch im Corona-Management, dass viel zu langsam auch Personal aufgestockt wurde, wo jetzt zwar verbessert wird, aber da hat man lange geschlafen. Und die Stolz auf Wien GmbH mit den Beteiligungen, bisher sehe ich keine Erfolgsbilanz. 2 Unternehmen, sehr viel Intransparenz. Ich hätte gerne die Information, nach welchen Kriterien wird ausgewählt, wer hat sich beworben, aber das liegt nicht am Tisch. Und zu Ihrer Information, nicht amtsführende Stadträte, die könnten das auch nicht wissen. Auch wir als Gemeinderat können das nicht einmal erfragen. Vielleicht dürfen es die potenziellen Wählerinnen und Wähler erfahren, Herr Bürgermeister. Es ist deshalb im Prozess, weil es sich ja um private Unternehmen handelt und weil wir nicht nur finanzielle Ressourcen der Stadt Wien zur Verfügung stellen, sondern dass unsere Ambition ja war, mit Banken, mit privaten Unternehmen, auch mit privaten Finanziers das Gesamtkapital, das zur Verfügung steht, aufzustocken. Die Stadt Wien hat 20 Millionen sich vorgenommen und wir haben einen gleich hohen Betrag aus der Privatwirtschaft, den wir ebenfalls einsetzen. Das bedeutet, dass hier sehr gewissenhaft geprüft wird, welche Unternehmen lebensfähig sind, welche Unternehmen auch mit dieser Beteiligung die Möglichkeit haben, wieder Stärke zu gewinnen. Und von daher gibt es ein Interesse der Stadt, dass diese Unternehmen bestehen. Aber es gibt auch ein Interesse der privaten Investoren, dass das Geld investiert wird in zukunftsorientierte Betriebe. Also von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen die nächsten Unternehmen präsentieren können. Von daher werden wir in den nächsten Tagen die nächsten präsentieren. Okay. Ich bin sicher, dass Sie da sehr interessiert sein werden. Und wir werden nach einer Zeit dann eine Gesamtpräsentation machen. Also da gibt es nichts zu verbergen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das kann ein sehr gutes Pilotprojekt sein, das auch auf anderer Ebene, auch auf Bundesebene Wirksamkeit erlangen kann, damit wir das Geld nicht nur zur Verfügung stellen, sondern mit Anteilen auch dem Steuerzahler signalisieren können, dass wir durchaus in Kooperation mit der Privatwirtschaft auch etwas für den Steuerzahler hereinholen. Ich finde, mehr Geschwindigkeit hätte in dieser Sache auf jeden Fall auch genützt. Das ist das, was Sie auch immer vom Bund fordern. Auch Geschwindigkeit in der Krise wichtig. Hier war man relativ langsam. Es gibt andere Pakete, die sind durchaus sinnvoll. Ich fordere jetzt vor allem wirklich eine Arbeitsmarktoffensive auch für die Stadt Wien. Wir haben eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit, auch im Vergleich zu anderen Städten. Wir haben in Wien eine Arbeitslosigkeit von 15%. Bratislava 5%, Budapest unter 5%, Prag unter 5%. Hier braucht es jetzt wirklich einen Jobturbo für Wien, wo man auch investieren muss. Ein Bereich, wo ich Wirtschaftskompetenz der SPÖ sehe, ist im Bereich auch der Freundelwirtschaft und auch der Mistwirtschaft. In dieser Woche beim Krankenhaus Nord hat Ihr Kollege, der Stadtrat Hacker, auch verkündet, dass es ein guter Tag für die Steuerzahler sei, weil das Krankenhaus Nord nur 500 Millionen Euro mehr gekostet hätte. Ich finde es eine Verhöhnung, auch der Steuerzahler, zu sagen, 500 Millionen Euro mehr kosten ist gut. Vor allem jetzt in dieser Krise wären diese 500 Millionen sicher gut und besser woanders investiert gewesen. Ja, in einem Punkt haben Sie völlig recht. Die Situation am Arbeitsmarkt ist eine ganz wichtige. Das ist auch ein Themenschwerpunkt, den ich mich besonders angenommen habe. Insbesondere 2 Personengruppen sind mir da besonders wichtig am Arbeitsmarkt. Das sind zum einen die ganz Jungen, die eine Lehrstelle suchen, in den Arbeitsmarkt eintreten wollen. Wir haben deshalb eine Lehrlingsstiftung geschaffen, gemeinsam mit dem WAF, dem Wiener Arbeitnehmerförderungsfonds, ein Instrument, das es nur in Wien, in keinem anderen Bundesland gibt und mit deren Hilfe wir jetzt auch versuchen, mit überbetrieblichen Lehrwerkstätten zusätzliche Lehrstellen zu schaffen, weil wir sehen, dass viele private Unternehmen, die früher Lehrlinge ausgebildet haben, aufgrund der jetzigen wirtschaftlichen Lage das nicht mehr tun können oder nicht mehr tun wollen. Von daher wollen wir einspringen und zusätzliche Lehrstellen anbieten. Und wir wollen insbesondere in der Gastronomie jenen Lehrlingen, die schon begonnen haben mit einer Ausbildung, wo aber die Unternehmen jetzt in Konkurs gehen, größte wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, Personal abbauen, diesen Lehrlingen wollen wir helfen, dass sie das 2., 3. Lehrjahr schaffen, die Lehrabschlussprüfung und damit bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Das ist, wenn man so will, der eine Teil. Der zweite Teil sind die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, jene, die über 50 sind, die jetzt besonders unter Druck kommen. Und da haben wir ein Paket geschnürt, wo wir jetzt weitere 1.000 Frauen und Männer,
die in diesem Segment tätig sind, in einen Job bringen wollen. Wir haben das in den letzten Monaten mit den ersten 1.000 schon gemacht. Es folgt jetzt die nächste Tranche. Und wir wollen das verbinden mit anderen Herausforderungen, zum Beispiel im Bildungssystem, wo wir Menschen über 50 als administrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen einsetzen, um das pädagogische Personal zu entlasten. Herr Bürgermeister, lassen Sie mich noch einmal zurückkehren zu auch Corona-bedingten Maßnahmen. Denn der Hotelbranche, der Tourismusbranche in Wien geht es ganz schlecht. Viele Hoteliers beklagen schon vor der Reisewarnung, dass sie nur noch 30% Auslastung haben, im Oktober, November vielleicht unter 10%. Wäre da nicht Tempo gefragt, um diesen Betrieben jetzt schnell zu helfen? Und was würden Sie sich vorstellen? Ja, Sie haben völlig recht. Das ist eine Branche, die besonders betroffen ist. Vor allem deshalb, weil wir in Wien in den letzten Jahren ein ganz starkes Segment ausgebaut haben im Kongress- und Konferenztourismus. Und das ist eine Form des Tourismus, der nicht um 40% oder 50% eingebrochen ist, sondern um 100%. Und von daher haben wir erst vor wenigen Tagen im Wiener Gemeinderat das dritte Corona-Paket beschlossen, wo es auch eine spezielle Förderung in der Hotellerie, im Tourismus, auch in der Gastronomie gibt. Das ist in der Größenordnung jetzt nicht vergleichbar mit dem, was die Bundesregierung in Pressekonferenzen anbietet, aber wir versuchen punktuell Branchen schnelle Hilfe zukommen zu lassen, die jetzt unter besonderen Druck kommen. Herr Wiederkehr, haben Sie bessere Ideen, um der Hotellerie jetzt zu helfen? Hotellerie in Wien ist besonders hart getroffen, weil auch die Zahl der Nächtigungen massiv sinkt. Es ist wichtig hier, dass es Unterstützung von Bundes- und von Staatsseite gibt. Hier ist die Lösung auch von uns eine Freeze-Lösung, so ähnlich wie bei Nachtlokalen, nämlich, dass auch Gebühren eingefroren werden und auch Mietverträge dort, wo möglich ist, eingefroren werden oder es hier auch einen Zuschuss gibt der Stadt. Weil es gibt Hotels, die haben eine Auslastung von nicht einmal 5%, die können so nicht länger existieren. Und für die Zeit der Epidemie, der Pandemie, in der wir sind, braucht es hier auch eine öffentliche Unterstützung. Und ich möchte vor allem auch eine Entlastung haben, die auch über die Krise hinausgeht. Eine Entlastung, indem wir sinnlose Steuern in Wien auch abschaffen. Zum Beispiel eine Luftsteuer, die in der Krise abkassiert wurde, die können wir abschaffen. Oder auch Gebühren, die in dieser Stadt sehr hoch sind, die können wir senken. Hier haben wir einen konkreten Vorschlag auch im Gemeinderat schon eingebracht, nämlich um 15% auch die Gebühren zu senken. Das würde jeden Haushalt auch entlasten. Und vor allem auch Betriebe entlasten. Hotels müssen besonders hohe Gebühren zahlen. Die werden hier entlastet, ein Gesamtpaket von 120 Millionen Euro. Wir haben hier auch einen Vorschlag gemacht, wie man es gegenfinanziert. Das ist für mich seriöse Politik, indem wir jetzt in der Krise auch dort spart, wo wir sparen können. Bei sinnlosen politischen Posten, Bezirksvorsteher, Stellvertreter in dieser Stadt zum Beispiel, nicht amtsführende Stadträte und viele weitere Vorschläge, die wir hier gemacht haben. Weil wir müssen Prioritäten setzen, Unternehmen retten und vor allem Jobs nicht nur retten, sondern auch wieder neue Jobs schaffen. Also die Luftsteuer bringt es noch zu einiger Berühmtheit hier in diesem Wahlkampf. Das ist eigentlich eine Art Gebrauchssteuer von öffentlichem Raum, im umgangssprachlich Luftsteuer genannt. Vielleicht können wir an dieser Stelle wieder einen Blick auf die Uhr werfen und schauen, wie sich die Redezeit zwischen Ihnen beiden bis jetzt verteilt. Herr Ludwig, Herr Bürgermeister, 52% sind Sie im Moment voraus. Und weiter geht's beim Paul. Genau. Und wir schauen ein bisschen in die Zukunft, nämlich auf die Tage nach der Wahl, Thema mögliche Koalition. Wenn Sie beide Ihre Parteien sehr gut abschneiden, könnte sich unter Umständen eine Koalition zwischen Ihnen ausgehen. Herr Wiederkehr, Sie bieten sich ständig sehr deutlich an als Koalitionspartner, dem Bürgermeister, aber Sie kündigen gleichzeitig an, dass Sie ihn pausenlos zwicken werden. Ist das ein gutes Argument? Es ist ein wichtiges Argument für die Wienerinnen und Wiener, weil ich bin in der Politik nicht, um Ihnen zu gefallen, sondern um die Stadt voranzubringen und gute Politik zu machen. Und ja, ich möchte Wien mitgestalten und ich möchte Wien auch voranbringen. Und einiges läuft schon ganz gut, aber vieles kann man besser machen. Zum Beispiel im Bereich der Bildung ist es so wichtig, das gebrochene Versprechen auch nach Bildungsaufstieg zu erneuern. Weil in dieser Stadt können 4 von 10 Kindern in der Pflichtschule nicht gescheit lesen und schreiben. Und es ist Zukunftsraub, weil die haben nach der Schule keine Perspektive am Arbeitsmarkt, die haben keine Perspektive, auch ein gelungenes Leben zu schaffen. Und hier ist eine Generation AMS, die auch entsteht. Und ich möchte, dass jedes Kind gute Chancen hat in dieser Stadt, dass gute Kindergärten und vor allem gute Schulen auch die Startrampe sind für ein gelungenes Leben. Und den zweiten Themenpunkt, den habe ich davor schon mit einfließen lassen, ist die Frage der Kontrolle, auch der Transparenz, wo es auf jeden Fall noch viel Handlungsbedarf gibt in dieser Stadt. Aber wenn Sie sich trauen, in diesen Bereichen auch Erneuerung zuzulassen, dann sind wir sehr, sehr gerne auch bereit, auch in Koalitionsverhandlungen zu treten. Zuerst muss es sich natürlich ausgehen,
müssen die Wählerinnen und Wähler auch mit NEOS, Zukunftskompetenz und vor allem Schulen und Kindergärten eine Stimme geben. Das mit der Kontrolle habe ich mit Zwicken gemeint, Herr Bürgermeister. Wären die NEOS für Sie ein einfacherer Koalitionspartner als die Grünen, einfach aufgrund ihrer geringeren Stärke mutmaßlich im Gemeinderat? Naja, ich höre im Wahlkampf ja jetzt vieles. Der eine will mir einen Fädehandschuh ins Gesicht werfen, der andere will meinen Hintern treten, der nächste will mich zwicken. Jetzt bin ich zwar ein sehr gemütlicher Mensch, aber ich kann jetzt schon ankündigen, das wird alles nicht passieren. Also ich bin immer sehr interessiert an Gesprächen, an politischen Gesprächen auf Augenhöhe. Ich glaube, das werden Sie auch bestätigen können. Und gerade die Bildungsfrage ist auch eine wichtige. Und Sie haben zweifellos recht. Es geht auch darum, dass man jungen Menschen Zukunftsperspektiven entwickelt. Und das ist ganz eng verbunden auch mit Ausbildungsfragen. Wir haben vor 10 Jahren den kostenfreien Kindergarten eingeführt. Wir sind das erste Bundesland gewesen. Und das war ein Meilenstein in der Bildungsarbeit, weil für uns der Kindergarten nicht eine Aufbewahrungsstätte für Kinder ist, sondern der erste Schritt ins Bildungssystem. Und es ist auch ein ganz wichtiger Schritt in der Integrationspolitik. Und es ist auch ein wichtiger Schritt, wenn man Vereinbarkeit von Familie und Beruf ernst nimmt. Das war für viele Frauen, gerade in Wien, auch die Möglichkeit, vollzeitberufstätig zu sein. Und ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen, nämlich mit der kostenfreien Ganztagsschule, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, dass sie nicht nur den Schulunterricht verfolgen können, sondern dass sie gleichzeitig Nachhilfe bekommen, Sportausbildung, musische Fächer angeboten bekommen und in einer verschränkten Präsentation aller dieser Möglichkeiten bessere Chancen haben, nicht nur im Berufsleben, sondern auch sich selbst zu entwickeln. Also von daher bin ich sehr interessiert, dass man das Bildungssystem auch in diese Richtung weiterentwickelt. Ganz kurz nur zum Abschluss von diesem Themenblock. Ich versuche es noch einmal mit Ja, Nein. Hätten Sie mit den NEOS leichteres Spiel als mit den Grünen oder der ÖVP? Also der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern gebietet es mir, da jetzt keine Ankündigungen zu treffen. Ich habe ausgeschlossen eine Koalition mit der FPÖ, auch mit dem Team HC. Und wir werden sehen, wie die Wienerinnen und Wiener entscheiden, was sich rechnerisch ausgeht und wo es dann politische Schnittmengen gibt. Auch Sie beide lassen wir das Studio nicht verlassen, ohne Sie sozusagen zu versuchen, auf ein einziges Projekt festzulegen, das Sie, Herr Wiederkehr, wenn Sie könnten, sofort nach der Wahl in die Tat umsetzen würden. Bitte in einem kurzen Satz. Ein Kommentar noch zur Ganztagsschule und ganz schnell dann mein Projekt für Wien. Ganztagsschule, wichtig, dass sie ausgebaut wird. 70 Standorte werden gratis sein, das sind bei Weitem nicht alle und vor allem auch weniger Mittelschulen. Das heißt, vor allem die Volksschulen, Mittelschulen sind es lediglich 7, nicht mal in jedem dritten Bezirk eine. Da könnte man schon noch viel mehr machen, weil es ein wichtiges Mittel ist, auch zur Integration. Mein konkretes Projekt für Wien: Neben Bildung, Transparenz, ganz, ganz wichtig, eine konkrete Initiative: Schaffen wir es endlich, dass die Parteikassen gläsern werden. Das bestgehütete Geheimnis dieser Stadt, das sind die Parteikassen. Jeder kleine Kulturverein kann vom Stadtrechnungshof geprüft werden, Parteifinanzen nicht. Und die SPÖ sträubt sich bisher dagegen, genauso die ÖVP, die FPÖ. Ich frage mich, was gibt es da zu verstecken? Ich möchte als erstes Projekt volle Transparenz und dem Stadtrechnungshof auch die Kompetenz geben, in Parteikassen hineinzuschauen. Und Sie? Also mir ist wichtig, dass wir das miteinander in den Vordergrund rücken und dass wir gemeinsam die politisch Verantwortlichen und die Sozialpartner Schritte setzen, um prekäre Arbeitsverhältnisse in unserer Stadt zu verhindern. Denn das ist ein wirksames Instrument, um auch Pensionshöhen für Frauen und Männer zu garantieren, mit denen man gut auskommen kann. Und dass wir auch Möglichkeiten schaffen, auch die Sozialversicherungssysteme so zu führen, dass wir auch in Zukunft davon ausgehen können, dass alle Menschen, die es brauchen, eine entsprechende Versorgung bekommen. Denn das hat sich gezeigt, gerade jetzt, dass ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen sehr bedeutsam ist und sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt darauf achten, dass die Wiener Bevölkerung gut betreut wird. Mit gläsernen Parteikassen hätten Sie nicht so eine Freude? Ja, wird ja kontrolliert von Rechnungshof, Stadtrechnungshof und auch von Wirtschaftsprüfern. Aber es wird natürlich so wie für andere Organisationen, auch private Unternehmen, eine gewisse Berechenbarkeit auch von Mitbewerbern nur eingeschränkt sinnvoll sind. Dann sagen wir vielen Dank für diese letzte Begegnung im Rahmen unserer Wien-Wahl-Schwerpunkte. Danke fürs Kommen an Sie beide. Und damit sind wir auch schon bereit für die letzte Begegnung des heutigen Abends. 14 waren es schon diese Woche. Und zum Abschluss und Finale treffen jetzt die Wiener Spitzen der Bundeskoalitionsparteien aufeinander. ÖVP gegen Grün, ein schwieriger Grenzgang. Peter Filzmaier.
Das ist ein schwieriger Grenzgang, denn es stehen sich ja hier zwei Regierungspartner gegenüber. Natürlich nicht in Wien, aber auf Bundesebene. Beide können nicht sagen, damit haben sie nichts zu tun. Gernot Blümel als Finanzminister, als der ja auch den Wahlkampf führt, schon gar nicht. Aber auch Birgit Hebein war im Verhandlungsteam der Grünen prominent vertreten, als es um die Ausverhandlung der Bundesregierungskoalition kam. Bei den Grünen und der ÖVP sind allerdings die Vorzeichen in Wien anders. Auf Bundesebene sind die ÖVPler dreimal größer anhand des letzten Nationalratswahlergebnisses als die Grünen. In Wien allerdings waren die Grünen bei der letzten Wahl vorne. Wenn wir uns das Wahlergebnis und die Umfragen im Vergleich anschauen, die Grünen hatten bei der letzten Wahl 11,8% der Stimmen erreicht, liegen im Umfragedurchschnitt bei 15%. Demgegenüber die ÖVP bei der letzten Wahl mit 9,2% das schlechteste Wien-Ergebnis ihrer Geschichte erreicht, haben natürlich deutlich zugelegt, im Umfragedurchschnitt sogar bei 21%, auch wenn man bemüht ist, tief zu stapeln, so gut wäre die Vorhersage ja gar nicht. Die Wählerstromanalyse für 2015 können wir relativ kurz machen. Es sind jeweils 2000 Wählerstimmen zwischen Grünen und ÖVP gewechselt. Das ist aber nicht so unglaublich viel, wenn wir über 1 Million Wahlberechtigte haben. Allerdings kann das diesmal durchaus mehr sein, denn die ÖVP verfolgt ja ganz offen die Strategie, sich um rechte bis rechtsnationale Ex-FPÖ-Wähler zu bemühen. Und da können natürlich bürgerlich-liberale Stimmen einerseits zu den Neos, aber andererseits auch zu den Grünen abwandern. Was spannend ist bei den beiden jetzigen Diskutanten, das sind ihre Koalitionsvorlieben, nicht die persönliche Partnerpräferenz, aber was meinen eigentlich die ÖVP- und Grünwählerinnen und Wähler? Mit wem will man koalieren in Wien? Für 2015 kann ich einen Befund vorstellen. Da wollten 4/5 der Grünwähler, 81% ganz genau, eine Koalition mit der SPÖ, mit der man sich ja damals seit 2010 auch schon befand. Aber nur eine knappe Mehrheit der ÖVP-Wählerinnen und Wähler von damals, 54%, wollte eine solche Koalition. Wir werden es erleben, inwieweit sich Birgit Hebein und Gernot Blümel in Koalitionsfragen festlegen. Bevor ich jetzt ein letztes Mal zurückgebe, darf ich mich bedanken, dass ich in einer ganz ungewohnten Rolle als eine Art wahlforschender Hilfsmoderator diesmal tätig sein durfte. Das hat großen Spaß gemacht und ich verrate am Ende auch noch, wovor ich am meisten Angst habe, dass ich irgendwann einmal sage, ich gebe zurück an Paul Thurnherr und an Ingrid Tesarek. Nein, das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich gebe zum allerletzten Mal zurück hier an Ingrid Thurnherr und Paul Tesarek. Danke, Tarek Filzmeier. Jetzt werden wir fast noch wehmütig. Wir sagen an dieser Stelle ein letztes Mal herzlich willkommen bei uns im Studio. Birgit Hebein, guten Abend. Schönen guten Abend. Und Gernot Blümel, guten Abend. Hallo. Ja, wenn man den Wiener Wahlkampf verfolgt, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie zwischen Ihren beiden Parteien auf Bundesebene eine Koalition funktionieren kann. Können Sie uns das erklären, Herr Blümel? Na, in Wien stellt sich ja diese Frage auch nicht. So einfach ist das zu beantworten, denn erstens hat die Frau Hebein das auch ausgeschlossen und zweitens geben es auch die Umfragewerte nicht her. Überhaupt ist ja klar, wer am Sonntag, den 11. als Erster durchs Ziel gehen wird. Und damit ist eigentlich das aus meiner Sicht das spannendste Duell der Woche, denn das entscheidet darüber, in welche Richtung die Stadtregierung danach geht. Geht es weiter wie bisher mit Rot-Grün oder gibt es vielleicht mehr Türkis in der Stadtregierung? Und insofern freue ich mich, dass wir das Duell heute haben. Wir haben uns da noch ganz was anderes überlegt, aber dazu kommen wir noch. Die Frage war ja sehr darauf hinausgelaufen, dass man immer das Gefühl hat, auf Bundesebene stellen sich die Minister, Vizekanzler, Kanzler hin und sagen, zwischen uns funktioniert die Zusammenarbeit hervorragend, alles bestens. Und dann kommen aber gleichzeitig Töne von der Bundesregierung, die sagen, in Wien liegt vieles im Argen, zum Beispiel im Corona-Management. Und da ist dann wohl auch immer die Wiener Stadtregierung und damit auch die Grünen mitgemeint, oder? Wie kann man sich denn so im Wiener Wahlkampf in die Quere kommen und auf Bundesebene so tun, als wäre alles okay? Na, ich fände es auch komisch in einer Demokratie, wenn man nicht auf Verfehlungen hinweisen dürfte. Wir sind eine Oppositionspartei in Wien und das ist auch die Aufgabe der Opposition, die Regierenden zu kontrollieren und darauf hinzuweisen, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und da gibt es halt schon noch einiges bei allem Guten, was gemeinsam auch passiert ist zwischen der Bundesebene und der Wien-Ebene im gemeinsamen Kampf gegen das Virus.
Aber da hat halt auch der Gesundheitsstadtrat Hacker die nötige Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Im Frühjahr hat er gemeint, man kann Wien nicht unter den Glassturz stellen und es gibt diese lustigen Cowboy-Aktionen. Dann im September hat er noch gemeint, die Ampel wäre eine Aktion gegen rote Städte. Und das zeigt halt auch, dass die Wiener Stadtregierung zu wenig getan hat, um sich vorzubereiten auf diese schwierige Phase. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt gemeinsam alles tun müssen, um Wien von dieser Reisewarnungsliste, von der roten Liste herunterzubekommen. Alle Maßnahmen, die es irgendwie möglich machen, dass wir noch eine gute Wintersaison haben, dass in der Adventzeit die Menschen einkaufen gehen können. Und da wäre zum Beispiel die Vorverlegung der Sperrstunde, wie es auch andere Bundesländer machen, die stark touristisch profitieren, eine wichtige Maßnahme. Würde mich freuen, wenn Sie mich da unterstützen würden. Ja, Frau Hebern, wir erleben also so etwas, wie der Blümel sagt, wie das Vizebürgermeister-Innen-Duell, sagt man heutzutage. Wie geht es Ihnen da? Der Herr Blümel ist ja in Wien in der Opposition, auf Bundesebene in der Regierung. Die Grünen sind in beiden Körperschaften sozusagen in der Regierung, müssen aber hier den Koalitionspartner auf Bundesebene irgendwie angreifen. Wie geht sich das aus für Sie? Geht schon, würde ich sagen. Warum? Ich habe schon sehr lange ausgeschlossen, dass ich für Experimente in Wien nicht zu haben bin. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt ein spannendes Duell, weil das ist die eigentliche Frage, wie geht es mit Wien weiter? Ab dem 11. Oktober geht es nach vor in Richtung Zukunft, Klimahauptstadt, Wien vorantreiben, als lebenswerteste Stadt erhalten oder geht es zurück? Mit einem Vizebürgermeister Blümel, man weiß nicht genau, ein bisschen Wanderzirkus ist, oder es werden schon Namen aus der Wirtschaftskammer genannt. Und das heißt dann tatsächlich zurück, das heißt dann Retropolitik. Und das ist klar, das heißt wieder Autobahnen bauen. Das Erste, was Sie jetzt machen wollen, habe ich in der Zeitung gelesen, ist das Gesundheitssystem in Wien privatisieren, also den Kaff ausgliedern, wo ich mir denke... Krankenanstaltenverbund für alle. Richtig. Mittlerweile Gesundheitsverbund. Ja, und das in Zeiten von Corona, das ist so ein Beispiel. Alles zurück, würde es mit Ihnen gehen. Ich glaube, nur Sie wollen Vizebürgermeister werden und der Herr Bürgermeister lässt sich noch ein bisschen offen, ob er es mit Ihnen oder mit Grüne in Richtung Zukunft macht. Aber jetzt lassen Sie uns, ja, Sie können gerne antworten, dann würde ich ein Gedankenspiel gerne mit Ihnen ausprobieren. Ja, ganz kurz noch, weil der Gesundheitsbereich natürlich ein sehr, sehr wesentlicher ist, nicht nur in der Corona-Zeit, aber vor allem in dieser Zeit. Wien ist das einzige Bundesland, das seinen Krankenanstaltenverbund noch immer am Gängelband der Politik, am Gängelband des Magistrats hat. Ich bin froh, dass die Wiener Ärztinnen und Ärzte, dass das Gesundheitspersonal in Wien so ausgezeichnet arbeitet, dass es trotz der Tatsache, dass vom Bürgermeister über den Stadtrat, über den Gemeinderatsausschuss, über den Magistratsdirektor alle in den KV reinregieren können und dass es trotzdem noch gut funktioniert. Ich glaube, wir müssen die Politik raus aus dem Gesundheitsbereich bringen. Wir müssen den Krankenanstaltenverbund wie in allen anderen Bundesländern unabhängig machen, damit nicht jeder Gemeinderatsabgeordnete dort mehr zu sagen hat und jeder SPÖ-Gewerkschafter als der Direktor des KV. Lassen wir die Experten den Gesundheitsbereich managen. Das wäre besser in der Corona-Krise und danach. Einen Satz dazu, das sehe ich natürlich völlig anders. Wien zeigt, und Wien ist eine Millionenstadt, dass es ein ausgezeichnetes Gesundheitswesen hat. Und wir sind in der ersten Krise, ersten Lockdown, extrem gut gemeinsam durch diese Krise gekommen. Gerade in Wien, da kann man nicht die Tür aufmachen wie am Land und das Kind, die Kinder mal schnell rauslaufen lassen. Also noch einmal großen Dank an alle in Wien lebenden Menschen. Alle Wiener, Wienerinnen können ja nicht einmal an der Wahl teilnehmen, 30% nicht. Das verhindern auch Sie auf Bundesebene. Nein, Herr Blümel, wenn echt das Ihr Hauptproblem ist, wie Sie Wien voranbringen wollen, indem Sie das Gesundheitssystem privatisieren, sollte bei vielen Menschen tatsächlich die Alarmglocken läuten. Nicht nur das. Ich bin davon überzeugt, dass mit einer ÖVP in Wien gäbe es weder eine Donauinsel, noch gäbe es eine UNO-City, noch gäbe es Fußgängerzonen, noch die Maria-Hilfer-Straße, noch die Bauordnung, auf die wir so stolz sind in Wien, weil leistbarer Wohnraum so wichtig ist. Da ist Ihnen auch das Privateigentum wichtiger. Das sollten die Menschen in Wien wissen. Herr Blümel, wollen Sie darauf noch antworten oder darf ich kurz mein Gedankenexperiment anbringen? Dann versuche ich es jetzt einmal. Frau Hebein,
Die ÖVP möchte schon lange das rote Wien beenden. Das wissen wir alle, Sie auch. Jetzt überlegen Sie mal, was wäre, wenn die ÖVP nach der Wahl auf Sie zukäme, gesetzt den Fall, es ginge sich irgendwie aus, und Ihnen sagen würde, Frau Hebein, werden Sie doch Bürgermeisterin mit unserer Unterstützung und wir machen gemeinsam was Neues. Würden Sie echt Nein sagen? Würde ich. Auf alle Fälle, ich stehe für Experimente nicht zur Verfügung, auch wenn die SPÖ versucht, da irgendwelche Angstszenarien zu entwickeln, um die eigenen Wähler, Wählerinnen zu mobilisieren. Glauben Sie, dass Ihre Leute stehe nicht zur Verfügung. Glauben Sie, dass Ihre Leute, die Grünen in Wien, alle so denken? Oder dass Sie verlockt wären zu sagen, der Bürgermeister in Sessel in Wien für die Grünen, das wäre doch was? Nein, das glaube ich nicht. Außerdem stehe ich nicht zur Verfügung und ich bin die Spitzenkandidatin. Warum ist mir das so wichtig? Es gibt auch viele grundsätzlich ideologische Fragen, die uns sehr trennen. Wien hat historisch unglaubliche Verdienste, auch durch die Sozialdemokratie. Ohne Kreisky würde ich hier nicht stehen. Und ich will, dass Wien tatsächlich wieder Vorbild ist. Wir haben die Corona-Krise. Das ist ein Punkt, wo ich Ihnen recht gebe. Die müssen wir tatsächlich gemeinsam schaffen, ohne Wien-Bashing, Herr Blümel. Und wir haben auch eine Klimakrise und wir Grünen sind die Einzigen, die sagen Aufbruch und nicht wie Sie zurück in eine Vergangenheit. Es tut mir jetzt schwer, Sie zu fragen, ob Sie für ein solches Experiment zu haben wären, wenn Sie so eine Abfuhr bekommen haben. Zahlt sich das fast nicht mehr aus, die oder? Die Frage hat sich auch nie gestellt, aber wenn ich da vielleicht eingehen darf. Ja, das ist jetzt eine Richtungsentscheidung. Geht es weiter mit Rot-Grün wie bisher oder eben mit mehr Türkis für Wien? Ich verhehle ja auch gar nicht, dass es manchmal bei Grün gute Ideen gibt und manchmal bei der SPÖ gute Ideen gibt. Schwierig wird es nur immer dann, wenn SPÖ und Grün gemeinsam agieren. Da setzen sich dann meistens die Aktivisten durch. Da kommen dann teilweise sehr skurrile Ideen heraus von der 35-Stunden-Woche über die Pop-Up-Radwege, über das Gürtelpool. Also aufrüsten bei lustigen Pop-Up-Ideen, abrüsten bei der Polizei, wie sie es gefordert haben. Das ist natürlich nicht der Weg, den wir Türkise gehen wollen würden. Was sich verändern würde, das kann ich Ihnen sagen, wir hätten mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger in dieser Stadt. Wir würden die Menschen steuerlich entlasten und wir würden vor allem auch eine andere Art von Integrationspolitik in dieser Stadt machen. Ich glaube, es braucht eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand in dieser Stadt und dafür sind wir am 11. Oktober die Wahl. Kommen wir genau auch zu diesem Thema. Sie haben es vorher schon richtigerweise gesagt, das hier ist das entscheidende Duell der beiden möglichen Koalitionspartner der SPÖ. Sie haben das Thema Verkehr schon kurz angerissen. Das ist ein großes Thema zwischen Ihnen. Die Frau Hebeinen hat Sie schon als Betonierer bezeichnet. Würden Sie Projekte wie die autofreie City, Tempo 30 innerhalb des Gürtels, Ausbau der Radwege und so weiter, würden Sie das alles stoppen? Also da muss man schon differenzieren, was sachlich begründbar wäre. Ich meine, weiß nicht, ob jemand weiß, aber 2/3 aller Straßen in Wien sind bereits Tempo 30. Da jetzt noch mehr zu fordern, ist eine reine grüne Forderung, die in der Sache wahrscheinlich gar nicht viel bringen wird. Und bei der autofreien Innenstadt, niemand glaubt ernsthaft, dass es jemals eine autofreie Innenstadt geben wird, weil es wird einen Lieferverkehr brauchen, das Kipferl fährt nicht mit der U-Bahn in den ersten Bezirk, es wird einen Anrainerverkehr brauchen. Wir müssen auch mit den Händlerinnen und Händlern gemeinsam schauen, dass wir Lösungen finden bei der Verkehrsberuhigung, die ursprüngliche Idee auch von Markus Fiegl war, aber gemeinsam mit den Menschen im ersten Bezirk und nicht einfach drüber fahren. Das ist übrigens auch etwas, was ich bei den Grünen nie verstehe. Da spricht man von Bürgerbeteiligung, von direkter Demokratie und kennt keine Fraktion, die eigentlich so wenig sorgsam damit umgeht. Bei der Befragung damals Marienhilferstraße oder auch bei diesem Projekt, da geht es eher darum, schnell Prestigeprojekte durchzubringen, als wirklich sachliche Lösungen zu finden. Wir haben eine Klimakrise und wir haben ein Sorgenkind, das ist der Verkehr. Über 40% Abgase. Wir müssen was tun, wir müssen handeln für die nächsten Generationen. Das ist einmal Punkt 1, mit Schönreden werden wir nicht weiterkommen. Das zweite ist definitiv so, eine autofreie Innenstadt mit Ausnahmen, hören's auf mit dem Kipferl, das höre ich jetzt zum vierten Mal, wird aber nicht wahrer. Sie wissen es ganz genau, dass wir Lieferverkehr zukünftig haben werden bei einem generellen Fahrverbot in der inneren Stadt, genauso wie Ausnahmen für Rettung, Feuerwehr, für die Pflegekräfte, für Hebammen und so weiter und so fort. Das wissen Sie. Ich würde mal sagen, vorschlagen, reden Sie mal intern ein bisschen in der Partei, was Sie wirklich wollen. Der eine will vor, der andere zurück. Tempo 30,
sie trauen mir viel zu, das ist schon in Ordnung. Tempo 30 wollen ÖVP-Bezirke, SPÖ-Bezirke und grüne Bezirke innerhalb von Gürtel. Hier blockiert zugegebenerweise nicht Sie, da haben Sie ja nicht so viel zu sagen in Wien, sondern tatsächlich hier auch die SPÖ. Überhaupt keine Frage, dass wir handeln müssen. Ich finde auch sehr gut, dass wir jetzt eine Verkehrsministerin haben. Wir müssen über die Stadtgrenze hinweg denken, Ausbau, öffentlicher Verkehr, ÖPP, Schnellbahnverbindungen, Stammstrecken. Wir brauchen mehr Querverbindungen. Das heißt, es gibt seit Jahren einen guten Plan in Wien, wie wir den Autoverkehr reduzieren, Alternativen schaffen, weil jeder will bequem von A nach B kommen. Okay. Aber die Selbstverständlichkeit, dass Sie, in welchem Bezirk auch immer Sie wohnen, in ein Auto steigen und in die innere Stadt fahren, um ein Kipferl zu holen, diese Zeiten sind vorbei. Ich möchte noch ein Thema aufs Tapet bringen, das die Unterschiede zwischen Ihnen recht deutlich macht. Die ÖVP wirft Ihnen seit vielen Jahren vor der Stadt, nämlich, dass die Schulden der Stadt ständig steigen. Tatsächlich sind sie seit dem Regierungseintritt der Grünen um etwas mehr als die Hälfte gestiegen. Haben Sie schlecht gewirtschaftet? Nein, haben wir nicht. Vor allem in Zeiten, wo gerade die Bundesregierung oder auch der Finanzminister 50 Milliarden an Steuergeldern, ist ja nicht das Geld von Herrn Blümel, verkündet, weil wir gemeinsam die Corona-Krise bewältigen müssen und rasch handeln müssen. Jetzt darüber zu sprechen, ist ein bisschen eigenartig. Ja, aber allein... Gemeint war der Zeitraum, seit Sie eingetreten sind, seit 2010. Allein letztes Jahr, wir haben im Juni Budgetdebatte gehabt, haben wir wieder 750 Millionen Rücklagen erwirtschaften können in Wien. Ja. Wien ist der Wirtschaftsmotor schlechthin. Auch der Finanzminister könnte kein Budget machen ohne Wien. Ich glaube, dass das ein bisschen ein Wien-Bashing ist. Das wissen Sie auch. Dass wir in Wien auch Herausforderungen haben, das würde ich nie bestreiten. Ich werde mich auch nicht um das Thema Integration drücken oder wie Sie es vorher angesprochen haben, die soziale Frage. Ich bin stolz darauf, dass wir in Wien eine Mindestsicherung haben, die Menschen in Notsituationen tatsächlich unterstützt. Ich finde es im Übrigen auch gut, dass Sie mitstimmen müssen, dass die Mindestsicherung nächstes Jahr erhöht wird. Das wurde in der Bundesregierung beschlossen. Nicht nur 200.000 Pensionisten, Pensionistinnen erhalten 460 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächstes Jahr mehr, nämlich vor allem Frauen, vor allem, die es wirklich, wirklich notwendig haben, sondern auch Mindestsicherungsbezieher, Bezieherinnen, gegen die sie ja oft hetzen und wo sie oft auseinanderdividieren, Menschen in Not und andere Menschen. Und das hat, Herr Blümel, bei aller Wertschätzung einfach in unserer Stadt keinen Platz. Blümel, einverstanden, alles Palette in der Gemeindekasse? Jetzt darf ich antworten. Ja. Nun, wir sind einfach dafür, dass es in Wien mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger braucht, die aufstehen, die arbeiten gehen, die mit ihren Steuern auch das System finanzieren. Und ich bin auch dafür, dass in Wien allen geholfen werden muss und generell in Österreich, die es auch wirklich brauchen. Aber genau das ist der springende Punkt. Die, die es brauchen und nicht einfach, weil man es haben will. Das unterscheidet uns von den Grünen massiv. Als die Mindestsicherung eingeführt worden ist, und das kann man in den Protokollen des Gemeinderats sich ansehen, haben die Grünen in erster Lesung dagegen gestimmt mit dem Argument, dass die Mindestsicherung zu niedrig sei und an zu hohe Auflagen geknüpft sei. Weil in Wirklichkeit wollen die Grünen das bedingungslose Grundeinkommen. Nein, das heißt, dass man auch arbeiten geht, dass man nicht arbeiten geht, braucht und trotzdem Geld bekommt. Das finde ich schlecht für eine Gesellschaft. Und de facto ist in Wien die Mindestsicherung unter Rot-Grün zu etwas Ähnlichem geworden. Sie können heute noch als Familie mit drei Kindern, mit einem Erwerbstätigen, mehr bekommen als in einer Familie, wo einer arbeiten geht. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch ungerecht gegenüber denen, die arbeiten gehen und die mit ihren Steuern das System finanzieren. Deswegen wollen wir, dass die Wiener Stadtregierung endlich auch das Mindestsicherungsgesetz, das neue, umsetzt. Da ist die Stadtregierung nach wie vor säumig. Das ist im Übrigen ein Verfassungsbruch. Und zweitens wollen wir, dass den Menschen, die arbeiten gehen, dass denen auch mehr bleibt, dass den Unternehmen die Steuerlast genommen wird, dass man den Dienstgeberbeitrag endlich abschafft, dass man die schon immer wieder genannte Luftsteuer, diese Benutzungsgebühr für Schilder aufhängen, endlich weggibt, dass man
gerne auch das Verteuerungsgesetz endlich abschafft. In Wien steigen jährlich die Gebühren einfach mit dem Computer errechnet für die Betriebskosten. Kann mich erinnern, auch die Grünen, als sie noch nicht in der Stadtregierung waren, haben immer lautstark gefordert, dass das endlich abgeschafft werden soll, weil sich die Stadt Wien da ein Körperlgeld macht. Jetzt 10 Jahre Grüne in der Regierung, die Belastung geht weiter. Dieses Verteuerungsgesetz wird nicht abgeschafft. Das würden wir alles machen, um die Menschen zu entlasten. Lassen Sie uns an dieser Stelle mal auf die Uhr schauen, wie die Zeitbilanz zwischen Ihnen beiden bis jetzt aussieht bei diesem letzten Duell. Frau Hebein ist mit 54% deutlich voran. Deswegen würde ich gerne noch auf ein Thema eingehen, Herr Blümel, das Sie in einem Nebensatz schon hergelegt haben, aber das, glaube ich, zwischen Ihnen beiden wahrscheinlich eher umstritten ist. Das Thema Integration, das beschränkt sich ja nicht auf das Thema Mindestsicherung. Sie haben da diverse Vorschläge gemacht, die man kritisch sehen könnte von Seiten der Grünen, zum Beispiel das Kopftuchverbot für Lehrerinnen, auch in Schulen für ältere Kinder, also nicht nur für die Volksschulen und ähnliche Maßnahmen. Was wären da Ihre Vorschläge, die Sie mit den Grünen teilen würden? Na, alle Vorschläge, die wir machen würden, die meinen wir ernst. Egal, ob das ein Ausbau der Deutschförderklassen ist, egal, ob das auch das Kopftuchverbot gerade in Schulen ist, wo die Lehrerinnen ja auch Vorbildfunktion haben, oder ein gewisses Mindestmaß an Deutsch im Gemeindebau. Wir glauben, das ist alles notwendig. Integration gehört in Wien nicht nur gefördert, sondern auch eingefordert. Wir sehen ja, dass es große Herausforderungen gibt, wenn in Bezirken wie Margaretten zum Beispiel in den neuen Mittelschulen über 90% der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben, wo wir wissen, dass ein Großteil dieser Kinder nicht ausreichend Deutsch spricht, um auch dem Unterricht folgen zu können. Die Stadt Wien hat übrigens den Lesetest 2015 abgeschafft, weil die Ergebnisse so schlecht und desaströs waren, dass sogar Rot-Grün hinschauen hätte müssen. Deswegen gibt es den nicht mehr. Und ich verstehe auch nicht, warum Sie da dagegen sein können, dass man diese Maßnahmen trifft und einfordert, weil da geht es ja auch um die Zukunft der Kinder, die hier sind, die hier in die Schule gehen, die aber auch ausreichend gebildet sein müssen, um danach einen Beruf zu ergreifen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Denen tut man ja keinen Gefallen, wenn man aus falsch verstandener Toleranz wegsieht und sagt, nein, wir wollen da nicht eingreifen, weil das ist irgendwie zu böse Integrationspolitik. Integration gehört auch eingefordert. Ich finde es auch unanständig, wenn Menschen, die zu uns kommen, die hier Schutz und Hilfe bekommen, dass die nicht auch einen Mindestbeitrag oder ein Mindestbekenntnis zu unserer Gesellschaft haben. Und die Mindestanforderung aus meiner Sicht wäre, so schnell wie möglich unsere Sprache zu lernen, um sich auch in der Gesellschaft integrieren zu können. Einwände oder einverstanden, Frau Hebein? Unanständig ist es in erster Linie, dass Sie in diesem Wahlkampf versuchen, die FPÖ und HC Strache rechts zu überholen. Sie fischen hier in einem Teich und man hat auch jetzt den Eindruck, da geht es überhaupt nicht um Menschen oder um das, was die Menschen wirklich brauchen, sondern nur mehr taktisches Kalkül. Das heißt, in der Integration haben wir tatsächlich einige Aufgaben vor uns. Warum? Weil einerseits sind wir eine wachsende Stadt. Wir schaffen es extrem gut. Ich war für die Stadtplanung zuständig, leistbaren Wohnraum, Grünraum zu schaffen, 28 Hektar, mehr in die Bildung zu investieren. Aber wir haben eine Herausforderung, die lautet, dass Armut noch immer vererbt wird. Da finde ich es auch ganz wichtig, genauer hinzuschauen und mehr zu investieren. Für mich ist Integration ein gesellschaftspolitisches Problem und eine gesellschaftspolitische Herausforderung, wo es um Bildung, Soziales und um Arbeit geht, um Perspektiven für die Menschen. Aber die konkreten Vorschläge, die gefallen die Ihnen? Sind Sie denn mit denen einverstanden? Ich würde gerne einmal eine anfangen? Diskussion führen mit konservativer, jetzt sehr rechtsstehende Parteien über den Wert von Menschen oder von Kindern. Es wird nur mehr darüber diskutiert, was die Kinder alles nicht können, aber es wird nicht darüber diskutiert, Sie waren ja einmal eine Europapartei, dass Mehrsprachigkeit eigentlich eine Chance ist, dass es eigentlich gut wäre, wenn Kinder nicht nur Deutsch lernen, sondern dass man die Mehrsprachigkeit fördert, dass man ihre Stärken fördert, dass jedes einzelne Kind eine Chance hat im Leben. Und da hören Sie auf zu denken, bei Ihnen ist dann nur mehr, Sie blenden aus, dass ein Drittel der Kinder
Kinder die Mindestsicherung haben, sehr viele alleinerziehende Frauen gibt, dass die Unterstützung brauchen. Das heißt, sie diskutieren das immer aus einem Defizit heraus, und zwar von oben herab. Nur eine Frage, die ich Ihnen gerne mal stellen wollte, aus Prinzip: Warum glauben Sie eigentlich, dass Sie was Besseres sind? Nur weil Sie hier geboren sind, weil Sie das Glück haben, hier geboren zu sein. Dieses "der Mensch ist ein Mensch", das ist ein Wert, den ich bei Ihrer Partei tatsächlich vermisse, vor allem in diesem Wahlkampf. Kurze Replik. Aber schließt die Menschenwürde aus, dass man in einem Land wie Österreich Deutsch sprechen sollte, nein, um auch an der Gesellschaft teilzuhaben? Aber das ist ja alles, was ich gefordert habe. Ich fordere nur, dass die Kinder in der Schule ausreichend unterrichtet werden in Deutsch, damit sie auch einen Beruf ergreifen können. Das fördert ja die Hilfe zur Selbsthilfe. Das empfinde ich als christlich-soziale Politik, dass den Menschen auch die Möglichkeit gegeben wird, selbstbestimmt ihr Leben hier in Österreich zu führen. Wenn Sie jetzt nicht mal dafür sind, dass Menschen, die in Österreich leben, auch entsprechend Deutsch können müssen, ja, dann sind wir wirklich auf einem anderen Planeten. Das hat auch niemand gesagt, reden Sie kein Blödsinn. Deutsche Sprache ist natürlich wichtig, aber Mehrsprachigkeit ist ein Juwel für unsere Gesellschaft. Aber die baut auch auf der deutschen Sprache, nicht umgekehrt. Wir sind ein offenes, tolerantes Wien. Das wollen wir auch so bleiben. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu der spannenden Frage, die wir uns heute für alle unsere Gäste ausgedacht haben. Ich beginne bei Ihnen, Herr Blümel. Wenn Sie es in der Hand hätten, was wäre Ihr allerwichtigstes Projekt als Wiener Bürgermeister, das Sie sofort durchsetzen würden? Am wichtigsten empfinde ich, die Menschen in Wien zu entlasten. Einerseits die Unternehmen, damit sie auch besser Arbeitsplätze schaffen können mit der Abschaffung dieses Dienstgeberbeitrages und die Abschaffung des Teuerungsgesetzes, damit nicht ständig die Betriebskosten jährlich mit dem Computer errechnet automatisch steigen, unabhängig davon, wie viel es wirklich kostet, diese Leistungen zur Verfügung zu stellen. Die Menschen entlasten und dadurch mehr Gerechtigkeit für die Leistungsträger in dieser Stadt herzustellen, wäre unser wichtigstes Projekt. Dankeschön. Frau Heben, Ihr allerwichtigstes Projekt in Kürze. Wien zur gerechten Klimahauptstadt zu machen, das heißt die Energiewende und Verkehrswende zu schaffen, weil das bedeuten würde, in den nächsten Jahren 50.000 Jobs zu schaffen. Die brauchen wir jetzt gerade. Nachhaltige Jobs, von Sanierung von Gebäude bis Solar, bis zur Busfahrerin, bis zur Bäuerin, weil die regionale Wirtschaft so wichtig ist. Ein Umdenken in der Wirtschaft, einen Aufbruch schaffen, das wäre mein oberstes Ziel. Dann danken wir Ihnen beiden für die sachliche und sehr interessante Diskussion. Dankeschön. Das war's mit den Duellen. Morgen in Wien heute wieder die Highlights um 19 Uhr in ORF 2. Ja, und ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Paul Teserek und seinem Wien-Heute-Team bedanken hier im Landesstudio Wien. Danke für die gute Zusammenarbeit, für die Gastfreundschaft hier. Und auch ich bedanke mich bei dir und deinem großartigen Team von ORF 2 für die tolle Zusammenarbeit und für 5 spannende Abende. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch eine interessante Analyse. Ja, wir bleiben nämlich noch ein bisschen da, meine Damen und Herren. In Kürze geht es wieder weiter mit der Analyserunde. Heute bei mir Isabel Daniel von Österreich und Michael Jungwirt von der Kleinen Zeitung. Kleiner Umbau hier, Tische desinfizieren. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran.